Wir werden hier anhand von Integralen die Länge eines Grafikbogens bestimmen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Bogen vom Graphen einer Funktion f von a bis b. Wir werden jetzt die Länge von solch einem Grafikbogen bestimmen. Dazu werden wir das Intervall ab in gleich lange Teilintervallchen zerlegen. Wir brauchen also zuerst mal eine natürliche Zahl. Hier steht sie auf 3. Wir zerlegen dieses Intervall ab in 3 gleich lange Teilintervallchen. Und jetzt werden wir nicht das Bild von den Mitten berechnen, sondern wir werden das Bild von den jeweiligen Enden dieser Intervallchen berechnen. Also so. Und so entstehen dann diese 3 rote Strecken. Und die Summe dieser Streckenlängen entspricht ungefähr der Länge von diesem Bogen. Wenn wir die Anzahl Teilintervallchen anwachsen lassen, dann können wir in der Animation deutlich sehen, dann nähert die Summe der Längen von diesen einzelnen Strecken sich der Länge von diesem Grafikbogen. Wenn wir n zum Beispiel auf 15 stellen, dann sehen wir überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen der Anreihung von diesen einzelnen Strecken und dem Grafikbogen. Also werden wir die Länge von diesem Grafikbogen so bestimmen. Das nehmen wir kurz weg und schauen jetzt die Länge von solch einer Strecke. Zuerst einmal, die Länge von diesem Grafikbogen entspricht der Summe solcher kleinen Streckenlängen und das von A bis B. Solch eine Länge, die hier mit ds bezeichnet ist, kann man sehr schön bestimmen anhand vom Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Diese Kathete wird hier mit dx bezeichnet, weil ihre Länge eine Differenz von x-Werten ist. Es ist dieser x-Wert minus dieser x-Wert. Genauso für y. Diese Kathete ist eine Differenz von y-Werten. Und hinterher werden wir diese Strecken ds immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner nehmen. Bestimmen wir zuerst einmal eine solche Streckenlänge ds. Durch den Satz des Pythagoras ergibt das sofort die Quadratwurzel von dx² plus dy². Hier werden wir diese Quadratwurzel mit 1 multiplizieren und schreiben diese 1 in Form von dx geteilt durch dx. Die Ableitung von x gegenüber der Variablen x, das macht 1. Dieses dx werden wir jetzt unter diese Quadratwurzel setzen. Das wird dann dazu dx² und wird auf diesen beiden Termen hier verteilt. Somit steht unter der Wurzel dx² geteilt durch dx² plus dy² geteilt durch dx². Dieses dx ist also verschwunden als dx² unter dieser Wurzel. Der erste Bruch hier, das ergibt 1. Der zweite Bruch, das ist dy geteilt durch dx und das im Quadrat. Also so. Und da die y-Werte für diese Funktion die Bilder der x-Werte sind, ist y also gleich zu f von x. Was also heißt, hier steht die Ableitung der Funktion f gegenüber der Variablen x. Daher diese Formel, um die Länge von solch einem Grafikbogen und das von a bis b zu berechnen, berechnen wir das Integral von a bis b von der Quadratwurzel von 1 plus die Ableitung der angegebenen Funktion f und dieses f' von x nimmt man dann noch im Quadrat. Wir sehen hier also sehr schön, woher diese Formel kommt, anhand vom Satz des Pythagoras. Durch diese neue Formel kann man zum Beispiel die Formel zum Umfang eines Kreises beweisen. Und zwar machen wir das so. Wir nehmen einen Kreis mit Radius r
bestimmen somit diese Kreisfunktion und werden dann berechnen die Länge von diesem Viertelkreisbogen. Das ist das Integral von 0 bis r von der Kreisfunktion Quadratwurzel von r² minus x². Diese Länge werden wir dann mit 4 multiplizieren und somit finden wir durch diese Formel die Umfangsformel. Umfang wird berechnet durch 2 Pi r. Das wird hier nochmal so bestätigt. Aber das ist keine neue Formel, denn genau durch diese Formel wurde die Zahl Pi definiert. Diese Formel, das ist nichts anderes als die Definition der Zahl Pi. Pi ist definiert als Kreisumfang geteilt durch die Länge des Durchmessers, also 2 mal Radius. Die Zahl Pi, das ist das Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser. Aber durch unsere neue Längenformel konnten wir den Umfang des Kreises trotzdem nochmal berechnen.